Wenn man eine Sicherheitskamera installiert, hofft man, diese nie benutzen zu müssen. Doch als plötzlich der Bewegungsmelder anging, wurde etwas Seltsames entdeckt. Hallo zusammen, ich habe etwas Seltsames entdeckt und wollte euch unbedingt fragen, was ihr davon haltet. Eine Sicherheitskamera eines Familienhauses hat am 15. August 2015, also erst vor kurzem, etwas Sonderbares aufgenommen. Hier mal ein Bild davon. Der Typ schrieb folgendes Kommentar dazu: Ich wollte gerade meinen Computer abdrehen, als der Bewegungsalarm an meinem PC anging. Ich checkte sofort die Kamera, dachte, jemand würde versuchen einzubrechen, aber es war nichts zu sehen. Die Kamera schießt in gewissen Abständen auch Fotos. Dies habe ich mir dann angesehen und diese Bilder entdeckt. Zuerst dachte ich, es ist einfach nur ein Glühwürmchen oder etwas in die Richtung. Ich schenkte der Aufnahme keine große Bedeutung. Aber dann habe ich noch mehr Fotos in der nächsten Nacht und übernächsten Nacht entdeckt. Nach der dritten Nacht hatte ich keine Ahnung, was das sein soll. Ich finde es langsam beängstigend. Ich habe bezüglich Glühwürmchen und Kameras recherchiert. Es kann natürlich sein, dass seine Sicherheitskamera eine Langzeitbelichtung eingestellt hat für die Fotos. Dann könnten solche Bilder von einem Glühwürmchen theoretisch entstehen. Aber eine Sicherheitskamera ist normal ohne Langzeitbelichtung. Sonst würde beispielsweise ein Einbrecher mit Taschenlampe unerkannt bleiben, weil durch die Langzeitbelichtung überall nur das Taschenlampenlicht zu sehen wäre. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass deren Überwachungskamera auch ohne Langzeitbelichtung eingestellt ist. Was wiederum bedeuten würde, dass dieses Ding sich so schnell bewegt, dass eine Art Lichtschweife entsteht. Aus dem leuchtenden Glühwürmchen eher grünlich. Das auf dem Bild ist ganz weiß. Was denkt ihr? War es vielleicht doch irgendeine Art Insekt oder vielleicht doch etwas Übernatürliches? Ich denke dir zum Beispiel an Orbs, also verstorbene Seelen, oder irgendwas in die Geisterrichtung. Oder hat sich einfach nur jemand mit Photoshop einen Spaß erlaubt? Bin sehr gespannt auf eure Meinungen und Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Like da, dann weiß ich, so etwas interessiert euch. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu 10 gruseligen Geisterbilder und rechts gelangt ihr zu 10 Bildern, die euch den Schlaf rauben werden. Viel Spaß!